Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten jetzt in dem total überfüllten Freibad in der Sonne liegen. Da haben Sie es definitiv gut getroffen. Herzlich willkommen hier in der Westspitze in wohlgekühlten Räumen, ich hoffe umweltfreundlich gekühlt. Ja, über das bezahlbare Wohnen oder die Frage, wie Tübingen tatsächlich klimaneutral werden kann und was es braucht, den hier allgegenwärtigen Fachkräftebedarf in wirklich allen Branchen irgendwie zumindest ja zu mildern, darüber sprechen wir noch ein anderes Mal. Heute geht es erstmal ums Grundsätzliche, um die Frage, in welchem Ton und in welcher Form, auch in welchem Format in Tübingen künftig Politik gemacht wird. Also zum Beispiel die Frage, welche Debatten geführt werden und wie mit Konflikten umgegangen wird, wer sich eigentlich wie beteiligen kann und wie es vor allen Dingen auch funktioniert, dass sich die beteiligen, die vielleicht sonst nicht so dabei sind, die auch sonst nicht so gehört haben. Es geht auch um die Frage, wie sehr Einzelne das Geschehen prägen und welche Rolle Kooperation spielt. Und auch, wie man Entscheidungsfindung transparent macht und dafür sorgt, dass der Eindruck nicht entsteht, dass am Ende dann doch alles in Hinterzimmern entschieden wird. Und schließlich geht es auch um die Frage, wann macht wer eigentlich Schluss der Debatte? Und wie verhalten sich diejenigen, die sich durchgesetzt haben, gegenüber denjenigen, die unterlegen sind? Auch eine wichtige Frage. Und am Ende geht es auch um die Frage, wie lernen wir in Zukunft in Tübingen, wie lernen wir, wie man Probleme in der Region und in der Stadt besser lösen kann und wie man Ziele besser erreichen kann. Die Antworten auf diese vielen Fragen, ich lese sie nachher ruhig noch mal vor, die entscheiden darüber, wie wir in Tübingen ganz konkret Demokratie in den nächsten Jahren gestalten wollen. Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen hier im Raum. Und wir haben uns erlaubt, auch eine Kamera mitlaufen zu lassen, weil wir doch davon ausgehen, dass es heute Abend ein bisschen was Interessantes zu hören gibt, was man vielleicht auch gerne noch mal nachhören möchte. Ja, wie macht man Politik mit Dialog und mit Respekt? Mit dieser Frage im Gepäck habe ich mich in den letzten 4 Monaten auf eine Zuhörtour begeben durch die Stadt, durch unterschiedliche Teilorte, durch Institutionen. Und mit all dem, was ich da so gehört habe und was ich da so gelernt habe, habe ich einen ersten Programmaufschlag gemacht. Ideen gesammelt, verdichtet und in diesen Programmaufschlag zusammengefasst. Ich verstehe ihn als eine Art Prototypen. Er liegt da hinten auch aus. Wenn Sie es mitnehmen wollen, dürfen Sie das gerne tun. Eine Art Prototyp, an dem man jetzt in der Diskussion mit anderen auch mit noch ein bisschen rumschrauben kann. Also hinterfragen, sind das eigentlich überhaupt Vorschläge, die einen Beitrag dazu leisten, Politik in Dialog und mit Respekt zu machen? Vielleicht gibt es auch Ergänzungsvorschläge. Und hoffentlich können wir es auch noch ein bisschen konkretisieren. Was heißt das denn zum Beispiel mit dem Bürgerrat? Wie macht man das denn eigentlich auch in Tübingen? Darüber wollen wir heute sprechen. Und das läuft so ab, dass ich Ihnen gleich ganz kurz diese Vorschläge, über die wir heute sprechen wollen, das Kapitel 1, wenn Sie so wollen, dass ich sie Ihnen ganz kurz vorstelle und dass ich Ihnen dann ein Podium vorstelle mit ganz unterschiedlichen Leuten, die mit ganz unterschiedlichem Blick auf diese Vorschläge geschaut haben und mit denen wir hinterfragen, ergänzen und konkretisieren wollen, was das denn eigentlich so alles sein könnte. Das ist das Programm. Wir wollen ungefähr 1,5 Stunden brauchen, vielleicht auch noch mal 5 bis 10 Minuten mehr. Aber wir wollen jetzt auch Ihre Zeit nicht über Gebühr und der Biergarten ruft. Sie werden vielleicht ein bisschen gezählt haben, dass da so viele Stühle stehen. Das hat was damit zu tun, dass ein Stuhl für Sie reserviert ist. Also für einen von Ihnen oder für mehrere von Ihnen. Es ist ein sogenanntes Fishbowl-Podium. Also ein Stuhl bleibt leer. Und da darf jemand aus dem Publikum mal draufkommen und vielleicht auch mal sagen, was ihm dazu einfällt. Aber dazu gleich. Und damit bin ich eigentlich schon bei der Frage, was steht denn da eigentlich drin in diesem Programm unter der Überschrift, es geht um Dialog und Respekt. Mir ist dieser Begriff Dialog und Respekt viel begegnet in den letzten Wochen und Monaten. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für die, mit denen ich gesprochen habe? Was bedeutet es auch für mich selber? Und ich will das mal ganz kurz anhand von 4 Punkten zusammenfassen, was es für mich bedeutet. Es bedeutet zunächst mal für mich, vor Entscheidungen
zuzuhören und nachzufragen und auch ergebnisoffen darüber nachzudenken, was haben eigentlich bestimmte Ideen und für bestimmte Entscheidungen, was haben sie eigentlich für mittel- und langfristige Folgen, wenn man sie denn mal zu Ende denkt. Und dabei wird einem klar, dass viele Entscheidungen, übrigens auch viele Entscheidungen, die über die Tübingen in den letzten Jahren gerungen hat, vielleicht gar nicht so eindeutig richtig oder falsch oder alternativlos sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das auch gelegentlich mal sagt und dass man gelegentlich auch nicht mit der Attitüde auftritt, dass es auf jeden Fall eine richtige Entscheidung und eine falsche gibt, sondern dass man da ein bisschen demütiger ist. Und ich glaube schon, dass allzu viel Sicherheit gerne zur Rechthaberei wird und dass einer konstruktiven Debatte in Dialog und Respekt das selten gut tut. Was bedeutet Dialog und Respekt noch? Die Abwertung anderer Meinungen, Lebensstile und Personen, leider häufig Teil von politischen Debatten und keineswegs nur in Tübingen. Sie machen Diskussionen zwar unterhaltsamer, definitiv, aber sorgen halt auch nur dafür, und da waren wir doch bei der Frage, wer beteiligt sich eigentlich, in diesem Moment, wo zu viel Abwertung in der Debatte ist, machen halt auch nur noch die mit, die so die richtig Harten sind. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, wenn wir darüber sprechen, wie geht Dialog und Respekt, dann reden wir auch tatsächlich über die Frage, wie sehr darf man eigentlich die anderen abwerten. Und dann, und das ist, glaube ich, heute auch das Konstruktivste und Interessanteste, worüber wir sprechen können, neue Formate. Kann man auch Politik ganz anders machen? Das ist jetzt auch keine klassische Wahlkampfveranstaltung heute Abend. Es ist ein Experiment und bei Experimenten kann man es auch mal probieren und darf dann auch sagen, vielleicht klappt es doch nicht und wir müssen es jetzt anders probieren. Also, das sind vier Punkte, wo ich gesagt habe, Dialog und Respekt, das ist es für mich erstmal vor der Klammer. Aber Sie werden jetzt natürlich fragen, alles ganz schön und gut, Frau Geisel, aber was heißt denn das jetzt konkret? Wie genau wollen Sie eine politische Kultur von Dialog und Respekt hier in Tübingen befördern? Und das sind insgesamt 9 Vorschläge, die wir heute nicht alle diskutieren. Wir wollen 3 davon diskutieren. Ich skizziere sie Ihnen mal kurz. Ich habe einen Bürgerrat vorgeschlagen, einen Bürgerrat, der repräsentativ, aber zufällig ausgewählt ist mit Tübingerinnen und Tübinger. Und er denkt darüber nach, wie und wo Tübingen wachsen soll und was Fortschritt für die Stadt bedeutet. Diese Frage ist mir nämlich ständig begegnet. Die Frage, wie viel kann die Stadt eigentlich wachsen und wo? Und passiert uns nicht was ganz Schlimmes, wenn wir zu viel wachsen? Und deswegen glaube ich, muss es in dieser Stadt eine Form geben, wie wir diese Frage klären. Und meine Idee ist ein Bürgerrat. Schauen wir gleich mal, wie das geht. Das Zweite ist, wer ins Rathaus kommt, der steht in einer Halle und fragt sich, oh, wo geht's jetzt hin? Und wer ist das hier eigentlich überhaupt? Und wo finde ich eigentlich den, den ich da besuchen möchte? Und was passiert in dieser Stadt eigentlich? Man kann ganz leicht reingehen und man kann übrigens auch umsonst aufs Klo gehen. Mein Gedanke ist, es wäre gut, wenn in dieser Rathaushalle auch mehr zu sehen wäre, was in dieser Stadt passiert und wenn es auch jemand gibt, der es erzählt. Ein Willkommensschalter, der deutlich macht, dass eine Stadtverwaltung ansprechbar ist und der sich auch als Dienstleister für seine Bürger oder auch für die, die sich für die Stadt interessieren, versteht. Spielregeln, ich habe gerade schon so ein bisschen skizziert. Das ist übrigens etwas, was wir in meinem derzeitigen Job auch gemacht haben. Ich arbeite beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, eine Organisation, in der es viele Konflikte gibt. Und wir haben in einem sehr effizienten Prozess Spielregeln der Zusammenarbeit formuliert. Ich durfte diesen Prozess moderieren. Und ich glaube, es war ein Prozess, der sehr hilfreich war und der, glaube ich, auch sich positiv auf die Diskussion und die Debattenkultur ausgewirkt hat. Eine Regionalkonferenz. Tübingen ist nicht allein auf der Welt und wenn man es vergleicht mit anderen Regionen, dann muss man ganz ehrlich sagen, ist diese Region weniger vernetzt. So wäre jedenfalls meine These. Und deswegen glaube ich, wäre es gut, mehr über regionale Zusammenarbeit nachzudenken und dafür eine Form zu finden. Und zwar vielleicht gar nicht nur unbedingt die Form, dass Bürgermeister, vielleicht wäre dann auch meine Frau dabei oder sogar zwei, diskutieren, sondern dass es auch die Menschen sind, die sich treffen in dieser Region und sowas Ähnliches wie eine regionale Identität entwickeln. Vielleicht auch Verwaltungsfachleute aus der Region, die darüber nachdenken, was können wir in dieser Region eigentlich besser zusammen machen und was wären auch konkrete Projekte.
Schließlich ein Projektmittelfonds für junge Menschen. Tübingen ist eine junge Stadt. Überdurchschnittlich viele junge Leute, schon allein deswegen, weil es 30.000 Studierende gibt. Und weil es viele sehr aktive Junge gibt. Es gibt einen Jugendgemeinderat, wir werden gleich zwei JugendgemeinderätInnen hier kennenlernen. Und ich glaube, um Jugendliche auch tatsächlich an Politik zu beteiligen, muss man ihnen auch ein bisschen Geld in die Hand geben. Vielleicht keine riesengroße Summe, aber etwas, wo sie sagen, das geben wir aus. Wie das aussehen kann, wollen wir nachher mal überlegen. Genau. Ja, und dann gibt es noch die Idee der Teilorte. Tübingen ist mehr als die Summe seiner Teile, aber seine Teile haben es in sich. Und der Gedanke, die Teile, die Ortsteile vor allen Dingen, die jeder Einzelne eine eigene Identität hat und die auch sehr viel in Eigenengagement machen, viel mehr als das manchmal in der Kernstadt möglich ist, das glaube ich auch, wäre durchaus denkbar, das durch einen eigenen Fonds für Teilorte, Stadtteile und Quartiere noch mal stärker zu unterstreichen und sozusagen das regionale, das dezentrale Engagement zu stärken. Ja, ich habe auch noch ein paar Takte zum Thema Führungsverständnis aufgeschrieben. Tübingen ist eine Stadt, in die auch von der Personalnot gekennzeichnet ist, wie viele andere Arbeitgeber in dieser Region. Und ich glaube, wir müssen früh jetzt damit anfangen, darüber nachzudenken, wie wird die Stadt ein Arbeitgeber, der tatsächlich noch attraktiver ist für junge Leute, für den Nachwuchs, von dem es weniger gibt, das wissen wir alle. Und wie kann die Stadt vielleicht auch neue Wege finden, als Arbeitgeber, Arbeitgeberin so zu sein, dass die Leute, die da arbeiten, tatsächlich auch gute Dienstleister für die Bürger sind, aber eben nicht nur Dienstleister, sondern auch diejenigen, die das soziale Engagement, das es überall in der Stadt gibt, eben auch gut moderieren und ermutigen können. Ich habe auch noch ein bisschen was dazu geschrieben, was ich unter Haushaltspolitik verstehe, aber das wollen wir an dieser Stelle heute gar nicht unbedingt in den Vordergrund stellen. Zu den genannten Vorschlägen, insbesondere zum Bürgerrat, zum Projektmittelfonds für junge Leute und zu der regionalen Zusammenarbeit wollen wir jetzt aber ein bisschen vertiefter einsteigen und Sie dürfen sich auch schon mal ein bisschen Gedanken machen, ob Ihnen dazu auch was einfällt. Wir wollen fragen, wie relevant sind diese Vorschläge, wie könnte man sie konkretisieren und was könnte man sozusagen auch noch hinzusetzen, wenn wir über eine Politik von Dialog und Respekt sprechen. Ja, und jetzt ist auch der Moment wirklich zu Ende, wo ich hier alleine auf der Bühne stehe. Sie haben schon gesehen, es sind eine ganze Reihe von Stühlen, die zufälligerweise Farben haben. Wir haben sie neulich auf Waldhäuser Ost gestrichen und hatten viel Freude dabei. Und auf diesen Stühlen werden jetzt gleich fünf Podiumsteilnehmende Platz nehmen. Einer bleibt frei. Da darf immer wieder auch jemand von Ihnen sich hinsetzen, wenn Sie mögen, und auch einen Beitrag leisten. So funktioniert die Regel. Jetzt stelle ich Ihnen aber erstmal das Podium vor und ich beginne mit einem in Tübingen definitiv mal gar nicht unbekannten Gesicht. Er ist Politiker, Liberaler, er ist auch übrigens ein ehemaliger Kollege von mir und das ist jemand, der sich wissenschaftlich wie praktisch mit der Entstehung von Werten und Normen beschäftigt, mit Wirtschaftsethik und mit der in unserem Rahmen jetzt sehr relevanten Frage, wie lernt Demokratie eigentlich? Und damit begrüße ich herzlich Christopher Gohl und bitte ihn mal, sich auf einem, ich vermute, es ist der Gelbe, oder? Ja, oder Magenta. Magenta oder Gelb, da muss er jetzt überlegen. Es bleibt schon bei Gelb. Bleibst bei Gelb an meiner Seite und darfst gleich das Mikrofon in die Hand nehmen. Ich setze mich aber an deine Seite dazu. Danke dir. Genau, ich habe das gerade schon gesagt, wie lernt Demokratie? Und wenn wir uns jetzt mal fragen, was unterscheidet, da geht es ein bisschen back runter hier, was unterscheidet kommunale Demokratie im Jahre 2022 von der im Jahr 1990? Was hat Demokratie in den letzten 30 Jahren gelernt? Also Demokratie ist ungeheuer vielfältig geworden. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, eigentlich schon seit 1970, aber so richtig dann in den 90er Jahren, eine Explosion erlebt von Beteiligungsverfahren, die in quer durch Deutschland praktiziert werden. Es gibt hunderte, um nicht zu sagen, wahrscheinlich sogar tausende von Formen. Jetzt muss man wissen, welche und
welche Beteiligungsverfahren zu welchem Zweck einzieht. Deswegen braucht es Leute wie dich und ehrlich gesagt wie mich oder unseren Kollegen Felix Oldenburg. Wir haben das gelernt zusammen. Ich freue mich, dass ich dich jetzt auch hier wiedersehe als alte Kollegin. Wir haben ja zusammen Dialoge moderiert und Beteiligungsverfahren moderiert, um diese Vielfalt nutzbar zu machen, um Verständigung für Veränderungen zu ermöglichen, um sozusagen nicht bloß Demokratie als Reden, sondern Demokratie als Tun, als Machen, als Verändern zu organisieren. Und das jetzt mit den Beteiligungsverfahren. Also Demokratie hat in den letzten 30 Jahren viele Formen von anderer Beteiligung gelernt. Jetzt müssen wir noch, genau, das ist das Mikro. Ich glaube, ich brauche da gar keine Sache. Doch. Ich muss da reinstellen, ja? Hören das alle richtig? Okay, wunderbar. So, das ist sogar noch das, was es früher bei der Schlager-Infernade gab. Ja, an die Seite von Christopher Buhl darf ich gleich mal rufen. Einen Mann, der einen eindrucksvollen Lebenslauf hat, wer sich den nachher mal angucken möge, das kann man gerne mal tun. Ich will das jetzt beschränken darauf, dass er tatsächlich natürlich auch ein Tübinger ist, jedenfalls ein Tübinger Absolvent. Hat hier vor ein paar Jahren mal Philosophie studiert und auch weiteres Musikwissenschaft. Hat sich auch, es kam gerade schon raus, mit Bürgerbeteiligung beschäftigt, aber auch mit Sozialunternehmertum und Philanthropie. Und mit der Frage, was Menschen eigentlich dazu bewegt, nicht ausschließlich ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen zu folgen, sondern sich für sowas zu engagieren wie Gemeinwohl, soziale Zwecke oder andere Zwecke. Und ich begrüße ganz herzlich Felix Oldenburg. Ja, auch du hast so ein schönes Mikro, super. Felix, Bürgerinnenbeteiligung, Bürgerbeteiligung und Sozialunternehmerinnentum. Haben wir euch was gemeinsam? Ja, ist alles das Gleiche. Also es kommt auf die Frage an, ob sich Menschen... Mikro einschalten. Es ist alles das Gleiche. Es kommt darauf an, ob sich Menschen ermutigt und ermächtigt fühlen, Probleme selber miteinander zu lösen, anstatt darauf zu warten, dass jemand anders das für sie tut. Und ich glaube, dass die wahre Wettbewerbsfähigkeit einer Gesellschaft, auch einer Stadtgesellschaft, direkt davon abhängt, wie viele Prozent der Bevölkerung sich in diesem Sinne als Changemaker, als aktive Problemlöser verstehen. Und das beginnt bei Veranstaltungen wie dieser hier, wo man ernst genommen wird, miteinander spricht, ringt, dann hat es was damit zu tun, ob man Geld in die Hand bekommt, ob einem gesagt wird, deine Idee ist es wert, auch Ressourcen dahinter zu bekommen. Und das geht dann bis zum Sozialunternehmertum, ob man ermutigt und ermächtigt wird, eigene Organisationen zu gründen, sich anderen Organisationen anzuschließen, um Probleme auch großflächig zu lösen. Okay, dann gucken wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf. Das ist ein bisschen die Frage, die schon Kennedy gestellt hat. Ne? Genau, er ist der Nächste. Wir sind halt ein bisschen männerlastig, das wird in Zukunft besser. Aber es gibt so viele kluge Männer, dass man denen auch mal durchaus ein Wort geben muss. Der Nächste, den ich hier auf die Bühne bitten darf, der ist auch Jurist und Wissenschaftler an der Sirius Law School, also einer der großen Kaderschmieden für die Juristen in Deutschland. Und er beschäftigt sich, und jetzt muss man ein bisschen hinhören, mit der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von losbasierten Partizipationsverfahren. Wir dröseln das gleich ein bisschen auf. Man kann das auch übersetzen in die Frage, mit der beschäftigt er sich nämlich, wie man demokratische Prozesse verbessern kann, und zwar so verbessern kann, dass Leute auch die Ergebnisse, die dann dabei rauskommen, gut akzeptieren können. Fällt uns in Tübingen schon ein bisschen was dazu ein, zu dem Thema. Herzlich willkommen, Ademir Karamirmilovic. Herzlich willkommen. Jetzt müssen wir das mal kurz aufeinanderklamüsern, eine verfassungsrechtliche Zulässigkeit von losbasierten Partizipationsverfahren. Also ich habe das vorhin auch so gesagt, so ein Bürgerrat ist nicht eine Sache, wo sich Leute einfach melden können, sondern wo man nach einem losbasierten Verfahren auswählt. Können wir einmal kurz klären, wie das geht eigentlich? Nein, ich glaube nicht, dass das so kurz geht. Es gibt ganz viele verschiedene Losverfahren.
Das, was wahrscheinlich am verbreitetsten ist, ist das zweistufige Sampling-Verfahren. Im ersten Durchgang werden EinwohnerInnen gelost. Und in der zweiten Stufe schaut man sich an, ich möchte ja in diesem BürgerInnenrat 50% Frauen drin haben und andere repräsentative Merkmale. Und dann wird dann nochmal ausgewählt, das ist so das gängigste Verfahren. Und ich schaue mir eben in diesem fancy Namen einfach nochmal an, was sagt das Grundgesetz eigentlich dazu. Genau. Das kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht kurz sagen, aber vielleicht doch mal versuchen, was sagt das Grundgesetz denn dazu? Okay oder sowas? Nein, das Grundgesetz, ich interpretiere das Grundgesetz so, dass es sagt, das solltet ihr machen, das ist in Ordnung. Lospensierte Partizipation. Also das Grundgesetz sagt erstmal okay. Super. So, jetzt freue ich mich, dass wir unser Podium hier schlagartig verjüngen. Das ist mit allen mir schon mal gelungen, aber jetzt klappt es noch viel besser. Und zwar darf ich auch jemand auf die Bühne bitten, eine Jugendgemeinderätin, wir haben zwei davon heute. Sie repräsentieren nicht den Jugendgemeinderat, sondern sind natürlich hier auch deren freies Mandat, dürfen mal sagen, was sie wollen, und sind nicht Repräsentanten. Sie hat sich insbesondere, so hat sie mir das jedenfalls gesagt, mit dem Thema Integration beschäftigt. Und die Motivation für den Jugendgemeinderat war auch, etwas zu verändern für die Jugend. Das wollen wir ja heute mal ein bisschen besprechen. Ich freue mich, dass sie da ist. Livia Bück, herzlich willkommen. Ja, jetzt habe ich das hier so, jetzt habe ich das so schön dahergelabert, aber vielleicht machen wir es nochmal richtig, Lilia. Warum geht man als Jugend, warum geht man in den Jugendgemeinderat? Was ist sozusagen ein Impuls dafür zu sagen, ich stelle mich da auf? Was war es bei dir? Also im Jugendgemeinderat geht man, weil man Lust hat, was zu verändern in der Politik in Tübingen, weil man weiß, wo es Knackpunkte gibt, wo man vielleicht genau was verändern könnte. Und vor allen Dingen, also ich war auch, weil ich Lust hatte, Politik mal mitzuerleben und wie funktioniert das eigentlich. Eigene Erfahrungen und sammeln schon im jungen Alter. Super. Und wenn ich jetzt mal kurz fragen darf, was wäre das Schönste, das es verändern würde? Also das Schönste für uns, glaube ich, in unserem Gremium momentan wäre, wenn der Jugendgemeinderat mehr Rechte bekommen noch, als er jetzt hat, also den Ausschüssen, in denen er sitzt, wenn er da ein Stimmrecht bekommen würde und einfach aktiv mitreden darf und Politik machen darf und dadurch, dass wir es dadurch erreichen, dass nun noch mehr gehört wird, genau, als es jetzt passiert momentan. Okay, das klären wir jetzt vielleicht gleich mal mit dem letzten, den wir hier auf die Bühne holen, auch im Jugendgemeinderat. Tatsächlich, den man auch so ein bisschen kennt in der Stadt, da war ein großer Artikel über ihn und da sagt er, dass Jugendliche zu wenig gehört werden und dass er was dagegen tun will. Und zwar nicht nur im Jugendgemeinderat, wo er Stimmenkönig ist, sondern er ist auch noch anderweitig bei Friday for Future und in anderen Initiativen aktiv und heißt Benedikt Döllmann. Herzlich willkommen. Nochmal ganz kurz die Frage stellen, wie das mit dem Jugendgemeinderat, wie der eigentlich aktiv werden kann und wo es daran auch noch fehlt. Vielleicht mal ganz kurz, was wäre das, was du am liebsten verändern wollen würdest? Vielen Dank für die Frage. Es ist ein bisschen kompliziert. Ja, also Sie haben ja gerade gesagt, ich setze mich für Klimagerechtigkeit und Jugendpartizipation ein und ich merke einfach an ganz vielen Stellen, haben die erwachsenen PolitikerInnen, die wissen, glaube ich, oft gar nicht, was es bringt, Jugendliche zu partizipieren, warum man das überhaupt machen soll. Und ich glaube, dafür wäre es eben auch ganz wichtig, wie du gesagt hast, dass wir mehr Macht bekommen. Und dafür würde ich mir wünschen, dass wir auf allen Ebenen, international, national, auf der Länderebene, dass wir da Jugendräte bekommen. Dass wir da auch aktiv sagen können, hey Leute, so gefällt es uns nicht, wir möchten es gerne anders haben. Weil im Moment ist es so, die Bundesebene ist ganz weit entfernt von uns und hier in Tübingen können wir sehr, sehr viel erreichen, da sind wir sehr weit, aber es fehlt einfach an vielen Stellen die Jugendbeteiligung. Okay, jetzt einmal nochmal ganz kurz, vielleicht auch gerne beide, weil das ist vielleicht etwas, was man hier doch nochmal sagen muss. Wie arbeitet ein Jugendgemeinderat hier in Tübingen? Wie funktioniert das? Also der Jugendgemeinderat setzt sich aus 20 gewählten Mitgliedern zusammen hier in Tübingen. Und wir treffen uns einmal im Monat in einer Sitzung, die geht auch meistens 3 bis 4 Stunden.
Und dann wird ein Vorstand gewählt, der setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen und der bereitet die Tagesordnung vor und leitet die Sitzungen. Und zusätzlich sind wir in verschiedenen Projektgruppen. Die Themen sind frei wählbar. Also momentan gibt es Integration, Umwelt, Soziales, Party, alles Mögliche. Und da treffen wir uns freiwillig in unserer Freizeit und arbeiten an verschiedenen Themen, stellen Anträge. Genau. Okay, dann wissen wir das jetzt auch so ein bisschen. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, der ist jetzt in der Tat so ein bisschen in der Mitte der Stuhl, aber es sitzt sich super zwischen Christopher und Felix. Also das ist wirklich der Top-Platz. Beneide ich jeden, der sich da hinsetzt. Wir sprechen jetzt mal die ersten 20 Minuten, Viertelstunde über einen Bürgerrat. Ich hatte das eben schon erwähnt. Und wenn der Stuhl die ganze Zeit leer bleibt, dann bleibt er halt leer. Aber wir haben ihn mit Liebe gestrichen und er ist wirklich, das ist der Trockenplatz. Also feel free, wenn Ihnen eine Frage oder ein Statement zum Thema Bürgerrat einfällt, während wir jetzt hier loslegen. Ich beginne jedenfalls schon mal mit einer Frage an Ademir, der sich ja wahrscheinlich hier am grundlegendsten mit Bürgerräten beschäftigt hat. Vielleicht doch noch mal so ein bisschen, wie kommt es eigentlich zu dieser Idee? Wo gab es den ersten? Wie ist diese Idee entstanden? Und was hat das eigentlich verändert? Was gibt es da für Erfolge zu berichten, da wo sowas schon mal stattgefunden hat? Also in Deutschland geht es auf Peter Diehl zurück, ist ein Soziologe aus Wuppertal. Und dort hat er, damals definierte das unter dem Begriff Planungszelle. Und er wollte, dass in jede staatliche Entscheidung, dass nur noch Planungszellen das alles entscheiden, also geloste Gremien, die dann auch entscheiden dürfen und alles. Also er wollte die Parlamente sozusagen abschaffen. Genau, das sehe ich auch kritisch, keine Sorge. Nee, ich glaube nicht, dass er der wollte die ergänzen, also abschaffen. Kann ich mich nicht erinnern. Also es ging ja noch stark um Planung auch damals. Also die Anfänge, und das ist ganz wichtig für mich auch zur Bürgerbeteiligung zu sagen, es geht ja nicht darum, jetzt Bürger zu beschäftigen oder Demokratie ist auch, man redet miteinander, sondern man plant besser, man löst Probleme besser, man macht Politik besser, wenn man Bürger beteiligt und sich beraten lässt. Eine gut beratende Demokratie ist eine gut beratete Demokratie. Können wir einmal kurz klären? Also die Planungszelle, ich glaube 74 erschienen von Peter Diehl, da hat er wirklich sehr, sehr weitreichend plädiert für diese Planungszellen. Aber dann ist das natürlich hat sich das verselbstständigt, dieses Instrument. Aktuell findet es sehr viel Anwendung in Irland, in Ostbelgien, Frankreich. Der Klimakonvent, den Macron durchgeführt hat, das war auch eigentlich ein Bürgerinnenrat. In Deutschland hatten wir bereits drei Bürgerinnenräte, also einmal zur Rolle, also zur Demokratie, also das, was wir heute Abend auch besprechen. Der zweite hat sich beschäftigt mit der Frage Deutschlands Rolle in der Welt, also gerade ganz akut, wie wollen wir eigentlich uns in der Welt positionieren, und der dritte mit Klimapolitik. Können wir einmal nochmal ganz kurz, wie das läuft? Also, wenn man jetzt so einen Bürgerrat einruft, wie lange dauert das, wie viele sind es und was machen die? Also da muss man differenzieren, auf welcher Ebene man sich befindet. Also auf Bundesebene sind das meistens 160 Leute, die sich mehrere Wochenenden, meistens drei. Der letzte Deutschlandsrat in der Welt hat sich über mehrere Wochen damit beschäftigt. Wenn wir kommunale Bürgerinnenräte anschauen, was du ja auch vorschlägst, in Frankfurt gibt es den Konvent, und das ist meistens ein Tag. Die losen aus. Die machen dann aber auch noch einen gewissen Grad das sogenannte aufsuchende Verfahren. Also das sind einerseits die Teilnehmenden, die werden ausgelost, auf der anderen Seite sagen sich, aber selbst diejenigen, die ich auslose, kommen nicht immer und machen mit. Da möchte ich andere Verbände oder Institutionen mit einbeziehen. Zum Beispiel eine Freundin von Martin in Frankfurt, also die Durchführerin, da ist sie ganz stolz drauf, dass beim letzten Konvent zwei wohnungslose Menschen auch vertreten waren und diese Perspektive auf Stadt gegeben haben, die wir ja sonst, wenn wir ganz ehrlich sind, in unseren Gremien ja nicht so oft haben, diese Perspektive. Okay, also wir suchen sozusagen
sozusagen aus einer Gesamtheit einen sagen, was wollen wir, wer soll vertreten sein, und dann sucht man sozusagen per Losverfahren im Telefonbuch aus oder wo auch immer. Bei den Einwohnermeldeämtern. Und jetzt würde ich aber gerne mal zum Thema kommen wollen. Also das Thema, das in Tübingen ja eine große Rolle spielt. Tübingen ist eine wachsende Stadt, pro Jahr 1000 Einwohner mehr. Und auch das bekannte Wohnungsproblem ist in den letzten Jahren nicht weniger geworden, sondern mehr. Und es gibt auch durchaus ein bisschen die Sorge von Verdrängung und wie kriegt man eigentlich den Verkehr noch geregelt und so weiter. Christopher Bull, jetzt, wenn wir uns mal darüber nachdenken, wenn wir uns darüber mal Gedanken machen, wie wir einen solchen Bürgerrat, wie würden wir denn aufsetzen? Welche Themen würden wir reden? Wie würden wir es machen? Also Bürgerrat beginnt mit einer guten Frage, und du hast vorher eine vorgeschlagen, die finde ich sehr richtig, nämlich was heißt eigentlich Fortschritt für die Stadt, wie kann man wachsen, und das führt, glaube ich, sofort zu der Frage auch, wie wachsen wir zusammen mit der Region, denn die Probleme, die wir haben beim Wohnen, bei gutem Wohnen, bei guten Arbeitsplätzen, nachher auch in der Frage der Erholung, oder der Mobilität und all diese Fragen, die lösen wir nur regional. Und deswegen frage ich mich, ob es nicht einen zweiten Bürgerrat auch bräuchte, um zu sagen, wie leben wir in Zukunft in der Region. Ja, wir schauen manchmal, dass die regionale Perspektive in Tübingen nicht so wohl geritten ist. Wir sind der Klassenprimus sozusagen in der Region oder halten, also wir nehmen uns wie einer. Und die Frage ist ja, also wird das eigentlich den Notwendigkeiten gerecht? Viele Tübingerinnen und Tübinger denken darüber nach, ob sie vor die Tore von Tübingen ziehen, oder viele, die sich als Tübinger fühlen, wohnen aber eigentlich sozusagen vor den Toren. Also diese Frage des Zusammenlebens, des Wachsens, die finde ich wirklich einen Zukunftsdialog wert, und so beginnt ein guter Bürgerrat in dieser Frage. Ich würde mein ganzes Mikrofon an Felix Oldenburg weitergeben, genau so rum. Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man Bürger fragt, dann sagen die einem was. Und manchmal haben sie dann auch die Erwartung, dass das irgendwie auch eine Rolle spielt, was sie sagen. Wie macht man eigentlich, ich sage jetzt mal, wie managt man eigentlich die Erwartungen? Denn wir haben ja immer noch einen Stadtrat, Abschaffung des Parlamentarismus. War jetzt nicht so, wir haben einen Gemeinderat und wir haben auch einen Jugendgemeinderat, und deswegen ist dieser Bürgerrat ja jetzt definitiv nicht diejenigen, die sagen, wo es lang geht. Wie organisiert man das, dass man mit einem Bürgerrat nicht falsche Erwartungen weckt und Menschen nicht eigentlich noch mehr enttäuscht? Also es beginnt damit, dass man sich erstmal eingesteht, ich möchte wirklich wissen, was andere denken. Und das, was du hier mit uns machst, bringt ja auch schon eine Haltung zum Ausdruck. Sophie beschäftigt sich in Wirklichkeit seit 20 Jahren mit Beteiligung auf den unterschiedlichsten Ebenen, hat viele solche Verfahren organisiert, und trotzdem stellt sie sich hier nicht hin und hält uns jetzt einen Vortrag, wie Beteiligung funktioniert, sondern bringt es aus uns heraus, versucht es dialogisch zu machen und daraus noch was zu lernen. Genauso funktioniert es, andere Menschen stark zu machen und sich nicht vorne hinzustellen, selber mal die Lösung vorzugeben. Damit beginnt ernsthafte Beteiligung. Dann, wie Lofer gesagt hat, mit einer offenen Frage, die muss auch echt noch offen sein, kann nicht hinterher, wenn man schon die Entscheidung getroffen hat, PR-Unternehmen engagieren, um hübschen Bürgerdialog dazu zu machen, um das zu verkaufen. Die Frage muss echt noch offen sein. Dann darf man niemanden willkürlich ausschließen, das hast du gesprochen, wie man das technisch erreicht. Da muss man die Regeln klären, und zwar auch die Abgrenzung zu denen, die zum Schluss entscheiden. In der parlamentarischen Demokratie möglicherweise die Parlamente. Es gibt jedenfalls Zuständige. Man kann es nicht einfach ignorieren. Meine Erfahrung mit Bürgerdialogverfahren, ich habe auch in meinem Leben schon einige veranstaltet, auf lokaler Ebene, regionaler Ebene, können wir vielleicht nachher nochmal zu dem Regionalthema drauf kommen, aber sogar einmal mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus allen Mitgliedstaaten der EU. Dann wurde über Nacht übersetzt, sodass die miteinander ins Gespräch kamen. Eine fantastische Erfahrung. Wir dachten am Anfang, wie viele Leute kriegt man, wenn man tatsächlich zufällig anruft. Und das Erstaunliche ist erstmal, fast alle sagen ja. Eine ernst gemeinte Einladung an Bürgerinnen und Bürger wird in der Regel angenommen. Da gibt es dann keinen Zynismus und kein, ach, das
ist doch irgendwie nur Show. Nein, wenn man es ernst meint, kriegt man ernste Beteiligung. Und dann muss man eben klären, welches Verhältnis hat das Ergebnis zu einer demokratischen Entscheidung. Und auch da war immer wieder meine Überraschung, wenn man Menschen erklärt, die sich beteiligen, genauso als Beratungsinput nehmen wir das, zum Schluss muss es woanders entschieden werden, ist das gar kein Frustrationserlebnis, sondern es ist einfach nur völlig fair erklärt. Und ich glaube, wenn man diese Regeln beachtet, und damit hast du viel Erfahrung, dann kann ernst gemeinte Beteiligung gelingen, sodass zum Schluss das passiert, was in der Demokratie aus meiner Sicht das Wertvollste ist, nämlich dass möglichst viele Menschen das tatsächlich Teil einer Entscheidung waren. Darf ich ganz kurz das ergänzen und verdienen? Der Peter Lindl hat zur Bedingung gemacht bei der Planungszelle was ganz Sinnvolles. Er hat gesagt, wenn das Bürgergutachten übergeben wird, dann muss derjenige, an den es adressiert wird, das ist meistens auch der Auftraggeber gewesen, also Bürgermeister, oder ich finde auch toll, wenn Gemeinderäte uns beauftragen würden, und dann wird die Ergebnisse im Gemeinderat diskutiert, die nehmen dann Stellung und die verpflichten sich dazu, auch Stellung zu nehmen, ja, sodass ein öffentlicher Dialog stattfindet. Das heißt nicht, dass sie sagen, jawohl, Haken dran, aber die diskutieren das durch und die verhalten sich dazu und es wird öffentlich sozusagen behandelt und verhandelt und damit wird auch gewürdigt, welchen wichtigen Beitrag so ein Dialog leisten kann. Wir haben es ja gesehen bei Stuttgart 21, als viel zu spät dieser Dialog dann endlich gemacht wurde, also abenteuerlich, glaube ich, aus unserer professionellen Sicht, aber doch endlich geleistet wurde, dass das Niveau der Debatte, auch der Fachdebatte, zur Überraschung übrigens der Parlamentarier, enorm angestiegen ist, weil dann mit Expertinnen und Experten und mit Bürgerinnen und Bürgern, so wie bei der Planungszelle, also beim Bürgerrat auch, ist ja auch Experteninput, dass dann das Niveau der Debatte auch steigt. Und da kommen bessere Ergebnisse aus. Das muss man jetzt vielleicht einmal dazu sagen, bevor ich hier unseren Gast begrüße auf dem gelben Stuhl. Es muss schon auch ein sagen wir mal, ein bisschen Info muss es schon geben. Also es ist eine informierte Meinung. Das ist jetzt noch nicht ganz so deutlich geworden. Bürger sagen nicht einfach nur das, was ihnen lustig und gerade in den Sinn kommt, sondern es ist schon passiert auf einem gewissen Fundament von Informiertheit. Jetzt begrüße ich aber herzlich Dorothee Beck hier auf dem Podium und ja, hallo. Also ein bisschen bin ich natürlich auch hier damit, indem man mal startet und hier vorne sitzt. Aber nicht nur deshalb, aber ich fühle mich natürlich irgendwie auch angesprochen. Ich bin Gemeinderätin hier in der Stadt und zum Teil denke ich, naja, erstmal will ich das natürlich nicht unbedingt, weil das sind ja schließlich unsere Sachen. Wir sind total ein super Gemeinderat. Wir bilden uns ganz schön was auch auf unser super Expertenwissen ein und wir sind viel tiefer in den Themen drin als die allermeisten in dieser Stadt. Deswegen fragen wir uns natürlich, ob das denn wirklich, ob das so sinnvoll ist. Aber jetzt hast du ja auch gesagt, dass da ist Expertenwissen dabei. Und ganz ehrlich, wenn ich mir halt auch manche Debatte, insbesondere die um die Regionalstadtbahn anschaue, sehen wir, es mangelt ja nicht an Debatten, es mangelt auch überhaupt nicht an Bürgerinitiativen in unserer Stadt, die Meinungen haben. Aber der, was du angesprochen hast, der wertschätzende Umgang, also wertschätzende Debattenkultur und das Ringen um eine Position, ich glaube, dass wir das zum Teil im Gemeinderat ganz gut machen, aber erstens mal nur zum Teil und vielleicht offenkundig eben nicht auch ausreichend das abbilden, was an Stimmungen auch in der Gesamtgesellschaft ist. Deshalb sage ich, wenn es ein gutes Format ist, glaube ich, könnte das eine Unterstützung für uns als Gemeinderat sein, weil insbesondere im Blick auf die Debatte, die wir bei der Regionalstadtbahn hatten, da haben wir gesehen, dass wir eigentlich letztlich auch irgendwann uns selbst überfordern. Und es gab eine Härte in der Debatte, die wir auch, egal wahrscheinlich auf welcher Seite man da stand, erlebt hat. Also es war sehr hart einfach. Und es war eine Verkrustung und wir haben es nicht mehr geschafft. Also selbst die, ich habe manchmal gedacht, am Ende geht es trotzdem nur um eine Bahn, das darf ich gar nicht sagen. Aber manchmal, also es klang in den Debatten, als würde es um Leben und Tod gehen. Und es waren sehr, sehr schwer, also zum Teil sehr schwere Diskussionen. Wir waren schon an einem Punkt, du hast es gerade gesagt, wann man eigentlich da einsteigt. Und deswegen nur das als allerletzter Punkt noch. Wir haben ja auf Landesebene auch Erfahrungen mit Bürgerräten durchaus. Da gibt es ja auch gute Erfahrungen in Baden-Württemberg. Ich habe aber als Landtagsabgeordnete insbesondere eins mitbekommen, der Bürgerrat um das Thema
Opern, Sanierung, ein großes Thema. Und als es uns im Ausschuss vorgestellt wurde im Landtag, hat mir das ziemlich gut gefallen. Man hat gemerkt, dass die Menschen sehr ernsthaft sich damit befassen und auch zum Teil ihre Positionen durch die Befassung dann auch verändert haben, wie es ja sinnvollerweise ist. Aber das ist jetzt alles ein gutes Jahr her, dass uns das vorgestellt wurde. Und seitdem ist gar nichts damit passiert. Und jetzt höre ich, dass Manuel Hagel sagt, wir haben in diesen Zeiten können wir uns das alles nicht mehr leisten oder so. Deswegen möchte ich kurz einfach noch dieses Thema Zeitkomponente einbringen. Also eine Beteiligung, so, da wäre auch gesagt, nur damit da mal ein paar miteinander reden. Also das kann man auch als Format nutzen, um auch Entscheidungen wegzudrücken, weil gerade wenn es um große Summen geht, die man ausgeben muss, dann kann man erstmal ja einen Arbeitskreis bilden, der dann schon weiterredet und dann passiert erstmal nichts. Also erstmal, es sollte nicht als Instrument dienen, okay, damit man schnelle Entscheidungen wegschiebt und auch danach muss es dann eine Umsetzung geben und nicht durch die Zeit alles. Also vielleicht muss man da an dieser Stelle jetzt doch nochmal vielen herzlichen Dank hier. Vielleicht an dieser Stelle doch nochmal sagen, es ist ja was anderes über die Frage, was definiert diese Stadt als Fortschritt und wie doll will sie wachsen. Das ist was anderes als eine Opernsanierung. Da müssen wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Ordnung reinbringen. Wir haben gesagt, wir haben eine offene Frage, wie definiert diese Stadt Wachstum und Fortschritt? Und dann muss es jetzt noch ein bisschen weitergehen. Und da würde ich jetzt gerne nochmal die Ademir und Felix fragen und dann unsere Jugendbeiträge. Du hattest ja gesagt, es muss eine Frage sein, die noch nicht entschieden ist. Das ist 100%, würde ich zustimmen. Es darf allerdings keine zu offene Frage sein. Also wir haben bei Deutschlands Rolle in der Welt gesehen, Schäuble damals als Bundestagspräsident hat das initiiert und fand das ganz toll. Aber natürlich in der eigenen Fraktion, Bürgerbeteiligung, da waren die ein bisschen skeptisch. Also machen wir ein ganz breites Thema. Einhellige Meinung nach dieser Partizipationserfahrung bei den Teilnehmenden war zu weit. Also so, das konnten wir nicht greifen. Worüber reden wir, wenn wir über Wachstum und Fortschritt reden? Genau, das muss dann die auftraggebende Institution schon konkretisieren. Jetzt helfen wir mit. Na, keine Ahnung, Wohnungsbau. Also es ist toll für eine Partizipationskultur, zu echt strittige Themen da reinzugeben in diesen BürgerInnenrat, weil, und wenn wir alle mal ehrlich sind, wie oft führen wir heute noch Debatten, wo wir wirklich ganz ergebnisoffen rangehen? Also Sophie, du hast es ja vorhin gesagt, dass du das gerne zu deinem Führungsstil machen möchtest. Also ich kenne mich in der Tübinger Kommunalpolitik jetzt nicht so aus, aber der jetzige OB macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre er immer der Ergebnisoffenste, wenn er in Debatten geht. Und das ist natürlich auch total wichtig, zu sagen, okay, ich deliberiere, also Deliberation, ich bin bereit, meine Meinung zu ändern. Und dann also jetzt sind die Leute gefragt hier auf dem Podium, worüber reden wir? Über Wohnen, über Mobilität, über Gewerbe. Also da, wo Arbeitsplätze entstehen. Das ist die Entstehung, genau. Also wir haben jetzt Wohnen und Mobilität und Gewerbe. Und Gewerbe, genau. Wollen wir lieber die Frage? Ich habe gehört, das muss eine gute Frage sein. Ja. Es kann auch eine These sein. Okay. Es kann auch die These sein, wir brauchen viel mehr Sozial- und Wohnungsbau. Genau. Sozialquote. Was sagen die Jugendbeiräte? Welche Fragen konkretisierend, also ganz so offen soll es nicht sein, es ist nur die Frage, die oben drüber steht. Was würdet ihr gerne diskutieren in einem Bürgerrat, in dem auf jeden Fall auch junge Leute beteiligt sein sollen? Vielleicht könnte ich auch ganz kurz da noch eine Frage stellen. Also ich habe gehört, es hieß jetzt, das Gremium soll repräsentativ sein, dann am Ende der Bürgerinnenrat. Wie gewährleistet man das? Das wäre eine technische Frage. Wie schafft man das, dass das tatsächlich für die ganze Stadt repräsentativ ist? Und mich würde auch interessieren, was ist mit so Fragen wie der Zukunftsfrage? Also ich bin 17 Jahre alt und ich werde noch, wenn ich in Tübingen bleibe, werde ich wesentlich länger hier wohnen können als andere wahrscheinlich. Und gerade was ist damit? Also werden da dann irgendwie mehr Jugendliche mit einbezogen, weil es ja auch um unsere Zukunft geht ganz, ganz stark. Also eine Überrepräsentation, genau. Die noch länger da sind, sozusagen. Zum Beispiel, ja. Genau. Also das liegt natürlich auch in der Hand derjenigen, die das in Auftrag geben, den Bürgerrat. Also man kann sagen, 50-50 Geschlechtsidentitäten macht ja auf jeden Fall Sinn. Aber auch die Frage Migrationshintergrund, Stadtteile, aber auch EinwohnerInnen versus StaatsbürgerInnen. Also das ist auch eine Frage, die man sich stellen kann. Wie möchte man da beteiligen? Also diese
intuitiven Repräsentationsmerkmale, die, da ist eigentlich das ganze Limit. Also ich möchte so und so viele LinkshänderInnen drin haben, das kann man natürlich machen, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Und man ist okay. Also repräsentativ in Bezug auf ein Set von Fragen, wo wollen wir repräsentativ sein. Einmal noch Lia, was würdest du gerne verhandelt wissen von diesem Bürgerrat? Was wären Themen, wir haben jetzt schon Wohnen und Mobilität im Angebot, das hatte ich glaube ich auch aufgeschrieben. Gewerbe, klar, Entschuldigung. Also für mich ist auch wichtig, wie schaffen wir Vielfalt, wie schaffen wir es, dass Tübingen vielfältig ist und weiterhin bleibt und wird, noch vielfältiger wird, dass sich alle Menschen mit einbezogen fühlen, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben, Chancengleichheit. Genau, jetzt sagt einmal Felix nochmal, sozusagen mal zusammenbinden und sagen, wie gehen wir das an? Und die Überschrift ist, wie definieren wir den Fortschritt? Und die Unterüberschriften und die Unterfragen sind wie? Da müssen wir eben gemeinsam nachdenken. Ne? Also genau. Mir fällt auf, bei diesen drei Feldern, Gewerbe, Mobilität, Wohnungen, dass man mit diesem trivialen Mehr ist mehr ja nicht weiterkommt. Wir können immer mehr Bau und mehr Verkehr haben und mehr Gewerbe. Das ist irgendwie so eine Trivialisierung. Ja? Und wenn wir uns gegenseitig ernsthaft die Frage stellen, was wäre denn die Alternative zu mehr? Also was ist denn Erfolg dann eigentlich für ein funktionierendes Mobilitätssystem? Was ist Erfolg für eine gute Wohnungspolitik? Was ist Erfolg für Gewerbe? Dann kommt ja vielleicht schon in dieser Dreiteilung so eine Bürgerbeteiligung heraus, wo man in drei Teilgruppen diese drei Fragen rotierend beantwortet und dann miteinander die Indikatoren vergleicht, die da rauskommen. Und ich glaube, dass Menschen diese Fragen, wenn man weg von dem trivialen Mehr ist mehr geht, sehr, sehr unterschiedlich beantworten. Ich glaube, aber das kann eine sehr konkrete, kann ein sehr konkreter Beratungsinput für gute Politik sein, wenn Bürgerinnen und Bürger diese Indikatoren ausgewählt haben, wie müsste denn dann ein Gemeinderat und eine Oberbürgermeisterin mit der Verwaltung danach Politik ausrichten? So, jetzt ist noch Jürgen Jebeke und wir müssen noch ein bisschen in die Schlusskurve. Wir haben noch zwei Themen, aber Jürgen darf noch was zum Bürgerrat sagen. Ja, ich bin total dankbar für das Thema dieses Podiums. Und die Frage, braucht es einen Bürgerrat oder braucht es mehr Beteiligung? Ich fand auch sehr schön, Christopher Kohl, dass man das über die Stadtgrenze hinaus denkt und sagt, ja, vielleicht müssen wir ja Bürgerinnenräte auch in regionaler Form machen. Und Dorothea Kiche-Behnke sprach von einer extrem verhärteten Debatte im Zusammenhang mit den Bürgerentscheiden. Der wurde den Tübingerinnen 2014 versprochen und dann ist ja nichts passiert. Vor allem keine Beteiligung und kein Prozess, in dem die Stadtgesellschaft mitgenommen worden wäre, diese Frage zu beleuchten und zu gucken, was wollen wir überhaupt bei dem, was bei diesen Bürgerentscheiden überhaupt zur Entscheidung steht. Und ich glaube, dass genau deswegen diese letzte Phase so hart geworden ist in Tübingen, weil die Stadtgesellschaft eben nun nicht beteiligt wurde auf dem Weg hin zu der Fragestellung, auf dem Weg hin zu einer Trasse der Regionalstadtbahn und auf dem Weg hin zu einer Meinung, bin ich denn jetzt nur am Ende dafür oder dagegen. Darf ich mal was fragen? Wer hat denn einen Bürgerentscheid versprochen? Ich bin jetzt lange nicht in Tübingen gelebt. Der Gemeinde. Möglicherweise ist das nicht die richtige Nutzung des Instruments Bürgerbeteiligung. Na ja, gut, und Bürgerentscheid und Bürgerbeteiligung sind noch unterschiedlich. Und das ist tatsächlich, warum ich auch plädiere dafür, Bürgerinnenräte zu etablieren, weil ganz, ganz viele Entscheidungen, also Dorothea Kiche-Behnke hat es ja gerade angesprochen, es scheint nach wie vor sehr hitzig diskutiert zu werden und so ein Bürgerinnenrat kann da Hitze rausnehmen, weil man kontroverse Expertinnen hört und die Entscheidungen im Bürgerinnenrat werden meistens mit großer Mehrheit verabschiedet, also weit über 90%, weil man sagt, okay, wir haben uns beide Seiten gehört, wir konnten aufeinander in einem geschlossenen Raum aufeinander eingehen und dann auch die Überlegungen und so weiter. Ich möchte noch einen Satz dazu, denn die allermeisten interessanten Fragen lassen sich nicht eben auf Ja-Nein verengen.
Wir haben damit in Berlin Erfahrung gemacht bei der Wiederbebauung des Tempelhofer Feldes. Wenn du eine doofe Ja-Nein-Frage stellst, dann hast du hinterher die Stadtgemeinde nicht befriedet, sondern eigentlich nur polarisiert. Deshalb weg von diesen blöden Ja-Nein-Fragen und den Bürgerentscheiden hin zu guten Beratungsverfahren, die dann auch Meinungsänderungen zulassen. Oder natürlich beides verknüpfen, soll ich nur sagen. Das wäre der Möglichkeit, du arbeitest deine Entscheidungsvorlage aus, beispielsweise mit einem Bürgerrat, und stellst die dann zur Abstimmung, sondern kannst also noch mehr. Gemeinderat. Nö, ja, im Gemeinderat kannst du, genau. Das in ganz kritischen Fragen geht auch natürlich. Okay, ich fasse mal zusammen. Nee, ich will noch eins anstellen. Wenn ihr bei dem Zentrum sitzt. Das ist der gelbe Stuhl, ne? Die Frage nach der Zuspitzung, ich glaube, eigentlich müssen wir fragen, wie können wir in Tübingen und der Region besser leben und arbeiten? Ja? Welche Prioritäten gibt es dafür? Und zwar möglichst klimaneutral. Ich finde, darum geht es ja jetzt in der die Demokratie steht unter Druck, ja von außen, von innen, durch die Polarisierung, aber vor allem von vorne, durch den Klimawandel. Und auch in Tübingen muss es gelingen und nicht bloß in den, ich sag mal, hier in der Altstadt, ja, wo wir vielleicht alle Fahrrad fahren können, sondern es muss in der Region gelingen, dass wir klimaneutral werden. Auf die Region kommen wir gleich, ja. Aber wir nehmen jetzt tatsächlich mal, fassen mal so ein bisschen zusammen, was wir über Bürgerräte gelernt haben, meine Damen und Herren. Wir haben gelernt, es muss auch eine Frage sein und man muss wirklich wissen wollen, was die Bürger sagen. Und nicht nur so, nicht nur so tun. Genau. Es muss also entscheidungsoffen sein. Die Frage darf gerne groß sein, aber sie muss sozusagen ein bisschen Strukturierung ermöglichen. Also eine Frage und Unterfrage höre ich raus. Ob die Frage jetzt Fortschritt ist oder besser leben und arbeiten, das kann man nochmal sehen. Und es muss selbst auch dieser Bürgerrat, jenseits dessen, dass er repräsentativ zusammengesetzt ist, er muss auch sozusagen Input bekommen, dass er eine informierte Entscheidung treffen kann. Und die informierte Entscheidung ist das, womit sich ein Gemeinderat oder vielleicht auch dann ein Bürgerentscheid im klassischen Sinne beschäftigt. Aber das Entscheidende ist, Bürger denken darüber nach, auf einer informierten Basis und machen einen konkreten Vorschlag und der sollte nicht 14 Jahre erstmal unter Dach und Fach in der Schublade liegen. Das nehmen wir jetzt mal sozusagen als Ergänzung für das, was wir diskutiert haben, was ich auch aufgeschrieben habe zum Thema Bürgerrat. Ich bedanke mich herzlich an dieser Stelle und wir kommen zum nächsten Thema. Projektmittelfonds für junge Menschen, das finde ich ein wichtiges Thema, weil wir zwei auf dem Podium haben, die schon relativ dringlich davon sprechen, dass sie eigentlich nicht sich adäquat repräsentiert fühlen. Wenn man sich tatsächlich den Gemeinderat anguckt, die meisten sind nicht unter 30, die meisten sind, gibt ein paar unter 40, aber das ist schon ein ziemliches Boomer-Gremium, um das mal so zu sagen. Da bin ich jetzt total stolz, dass ich diesen Begriff fehlerfrei aussprechen kann. Ich würde jetzt tatsächlich mal anfangen, euch mal zu fragen, was könnte das denn sein, ein Projektmittelfonds für junge Menschen? Ist das jetzt, ihr habt vorhin gesagt, ihr wollt eigentlich bei allen Fragen mitentscheiden. Ist das jetzt irgendwie eine blöde Abspeisung, ihr kriegt 50.000 Euro und dürft damit spielen? Oder ist das ein guter Anfang, wo man sagen kann, damit kann man schon was machen, wenn man was insbesondere auch für junge Leute verändern will? Wer denkt an? Schnick, Schnack, Schnuck ist eine gute Möglichkeit, herauszufinden, wer anfängt. Eine Frage mal kurz zurück. Ja, also wir haben bis jetzt immer pro Jahr, also unsere Amtsperiode geht 2 Jahre, pro Jahr haben wir 12.000 Euro zur Verfügung. Und es war bis jetzt so, also davon dürfen wir frei ausgeben und wir stimmen halt innerhalb des Gremiums darüber ab, für was wir das ausgeben. Und es war bis jetzt immer so, dass wir am Ende des Jahres noch Geld übrig hatten, mit dem wir dann noch überlegt haben, wie wir das sinnvoll einsetzen können. Also Projektmittelfonds heißt nicht, dass ihr selber ausgibt, sondern dass ihr es ausschreibt und dass Leute Ideen einreichen. Ideen einreichen, was könnte man damit machen für junge Leute oder auch für was auch immer, für den Klimaschutz, wie auch immer, was wichtig ist. Und dass die Idee eben ist, ihr entscheidet, wer das Geld bekommt und wofür. Aber geht es da um Jugendliche, die das Geld bekommen oder können wir auch sagen, hey, Stadt plant mal einen neuen Radweg oder so? In diesem Fall wären es Jugendliche, die das Geld bekommen und damit was machen. Weil ich glaube, also ich persönlich, ich sehe den Fonds sehr kritisch, weil wir eben schon unseren Etat haben, weil wir eben eigentlich nicht auf Geld angewiesen sind und weil wir ja ein sehr offenes Gremium sind. Also wir freuen uns über alle Jugendlichen, die zu uns kommen, auch wenn sie keine Jugendgemeinderätinnen gewählt sind, die sich in den Projektgruppen beteiligen. Und
dafür können wir ja das Geld ausgeben. Also da können wir sagen, gründet eine Projektgruppe, wir wollen Bäume an der Waldorfschule mehr oder so, wir wollen da Bäume pflanzen. Und da können wir das Geld für ausgeben, das ist überhaupt kein Problem. Deshalb glaube ich, dass dieser Projektmittelfonds eigentlich überflüssig ist. Also mit Geld will er gar nicht so viel anfangen, sagt er jetzt gerade. Doch, Geld ist natürlich super, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir genug jugendliche Menschen haben, die sich auch beteiligen. Und da sehe ich einfach das Problem, als wir im Gemeinderat sind, wir ein überhaupt nicht repräsentatives Gremium. Würde ich sagen, wie andere Gremien auch, wie der Bundestag, wie der Gemeinderat, sind hauptsächlich Juristinnen im Bundestag. Aber ihr seid ein gewähltes Gremium. Wir sind ein gewähltes Gremium, aber es fehlen zum Beispiel, wir sind ein sehr gymnasiales Gremium, es fehlen Menschen von anderen Schularten, es fehlen auch sehr junge Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und ich glaube, da muss man eben einfach versuchen, das zu stärken und dann an dem System Jugendgemeinderat und an unserem Etat nichts zu verändern. Außer wir sind irgendwann ganz, ganz viele Leute und möchten dann doch 50.000 Euro haben. Aber im Moment kommen wir sehr gut mit unserem Geld zurecht. Jetzt sitzt hier Florian Zanetta. Ich will an der Stelle vielleicht alles nochmal sagen, es ist ein Missverständnis. Also es ist nicht euer Etat, den ihr ausgebt, sondern es ist ein Etat, über den ihr verfügt und über den andere sozusagen, auf den andere sich bewerben können. Andere junge Leute. Und wo ihr als Jugendgemeinderat entscheiden könnt, wer kriegt es. So, das ist jetzt, es wäre jetzt vorstellbar, was weiß ich, der Jugendkeller tralala, dieses und jenes vorschlägt. Er möchte sein Programm irgendwie erweitern, irgendwie eine Veranstaltung durchführen oder einen Garten anlegen, whatever. Und dafür gibt es dann das Geld. Das wäre so ein bisschen, das könnte so ein Modell zum Beispiel sein. Ich glaube, auch da ist, würde ich sagen, das Problem, dass ich persönlich, weiß nicht, wie es geht, ich würde mich damit nicht wohlfühlen, wenn wir jetzt der Jugendgemeinderat sind, das Gremium, was am Ende über die 50.000 Euro entscheidet, weil es eigentlich darum geht, wir sind Jugendliche, wir haben Bock, irgendwas zu verändern und man kann ja zu uns kommen. Also wir freuen uns über alle Leute, die kommen und ich möchte nicht in der Position sein, dass da Jugendliche ankommen und sagen, wir möchten gern Geld für den Keller oder so, sondern ich möchte einfach, dass wir das zusammen mit denen angehen, weil sonst finde ich, heben wir uns da sehr von den anderen Jugendlichen ab, was ich nicht möchte. Okay, jetzt sitzt hier Florian Zanetta und sagt was zum Thema Jugendfonds. Projektmittelfonds. Ja, das Programm ist ja nicht nur im Gespräch, so steht es zumindest auch vorne drin, mit Tübingerinnen und Tübingern entstanden, sondern auch mit ein bisschen dem Blick über den Tellerrand. Und den will ich vielleicht auch ein bisschen einbringen. Ich habe jetzt hier in Tübingen studiert, aber habe Abitur in Stuttgart gemacht und war da 4 Jahre lang Jugendrat. Und dieses Thema Projektmittelfonds für junge Menschen ist in Stuttgart schon total lange Realität. Zukunft der Jugend heißt das Ganze. Und wir als Jugendrat in Stuttgart, wir waren daran beteiligt, aber wir waren am Ende nicht die, die Hopp oder Top gesagt haben. Also die Stadt Stuttgart hat diesen Fonds aufgelegt und hat aber sehr bewusst gesagt, wir legen diese ganze Vergabe der Mittel, allein das legen wir schon in die Hände von jungen Menschen. Natürlich begleitet von Fachleuten, aber man konnte alle möglichen jungen Menschen konnten sich melden, freiwillig melden, dieses Vergabeverfahren organisieren. Da waren dann Jugendräte wie ich dabei, aber eben auch ganz andere Leute. Übrigens auch Leute, die eben nicht im Jugendrat oder in den Gemeinderäten repräsentiert sind, weil da würde ich dir absolut zustimmen. Das ist nicht nur in Tübingen so, überall sind Jugendräte und Jugendgemeinderäte total gymnasiale Gremien irgendwie. Überrepräsentiert, gymnasial überrepräsentiert. Genau. Und am Ende hat dann eben auch nicht der Jugendrat darüber entschieden, sondern es gab eine offene Vergabeveranstaltung. Für die wurde in der ganzen Stadt Werbung gemacht. Und dann konnten alle Jugendlichen kommen, die irgendwie Lust drauf haben und dann wurde halt am Ende abgestimmt. Weil am Ende muss schon irgendjemand die Entscheidung treffen. Und du sagst jetzt, als Jugendgemeinderat, irgendwie wollt ihr euch das nicht irgendwie aufladen. Am Ende muss aber irgendjemand die Entscheidung treffen. Der Gemeinderat trifft, also der richtige Gemeinderat trifft am laufenden Band natürlich solche Entscheidungen, solche Abwägungen. Das wäre vielleicht ein Vorschlag zu sagen, man macht es irgendwie offener. Man gibt euch nicht diese krasse Verantwortung, vielleicht auch Leuten, mit denen ihr irgendwie persönlich zu tun habt, zu sagen, nee, ihr kriegt das Geld nicht. Sondern man macht es offener und ich kann mir aus der Stuttgarter Erfahrung sagen, es funktioniert total toll und also dass junge Menschen sagen, oder man junge Menschen vorstellt, wir geben euch Geld für coole Sachen und die sagen nein, das hoffe ich ist am Ende nicht das Ergebnis. Kamen da auch nur Leute vom Gymnasium dann? Nee, eben nicht und das ist das Coole, ja, weil das ist den Punkt hast du ja auch gemacht, weil dieser Prozess am Ende auch in Jugendhäusern angedockt war und man diese ganze Projektgruppensitzung, die dieses Vergabeverfahren organisiert haben,
Die waren in verschiedenen Jugendhäusern überall in Stuttgart und haben da auch bei der Jugendarbeit an ganz andere Gruppen angebunden, als die, die jetzt irgendwie im Jugendrat unterwegs waren. Und das fand ich total klasse. Und das hat am Ende auch dafür gesorgt, dass auf dieser Vergabeveranstaltung ein viel, würde ich zumindest sagen, viel klarer Durchschnitt irgendwie der jungen Bevölkerung da war, als das jetzt im Jugendrat oder im Jugendgemeinderat in Tübingen vielleicht der Fall wäre. Jetzt gibt es die Anregung. Also wir haben sozusagen einen kleinen Modifikationsvorschlag. Es ist nicht der Jugendgemeinderat, der darüber entscheidet, wie Geld ausgegeben wird und wer sozusagen den Zuschlag bekommt, sondern es gibt sozusagen, moderiert vom Jugendgemeinderat, eine größere Veranstaltung, wo jeder kommen kann und wo sozusagen über WhatsApp abgestimmt wird. Oder wie auch immer. Das erinnert mich an die attische Demokratie, die Sie nämlich auch gemacht haben. Dürfte den Vorderen am Ende abstimmen. Aber ich würde nochmal auf den Punkt hinweisen, wenn wir über Demokratie-Update sprechen, dann sprechen wir ganz oft über die Selbstwirksamkeitserfahrung von Menschen und in dem Kontext auch von jungen Menschen. Und ich würde echt dafür plädieren, dass es in solcher Form angelegt wird, weil die Frage, wenn ich gerade keine gymnasiale Erfahrung habe oder so, und wenn ich beim Jugendhaus bin und dann wollen wir da irgendwas in der Stadt umsetzen und dann setze ich mich dafür ein und kriege dann auch noch irgendwie 3.000 Euro und dann wird das Realität. Das sind natürlich die Demokraten und Demokraten von morgen, die wir dann auch für den Parlamentarismus gewinnen und wie ihr das dann entscheidet, wer dieses Geld bekommt. Aber alleine diese Hürde zu senken, ich muss irgendwie für den Gemeinderat kandidieren, dann kann ich mich da einbringen und dann irgendwann vielleicht in der Haushaltsdebatte XYZ, sondern ganz mittelständig zu sagen, ich gehe dahin, ich beantrage das, so viel Geist gibt mir das Geld, nice, ich habe richtig eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, gerade auch für migrantische Communities, für queer Communities. Das ist eine ganz tolle Idee. Also ein Fehler gibt es auf jeden Fall nicht, so viel Geist gibt das Geld, das ist das Geld der Stadt Tübingen. Ich polemisiere etwas. Kurz mal, es geht um Tübingen. Radikaler zu denken. Vielleicht, wie viele Jugendliche gibt es in Tübingen? Mehrere tausend. Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Okay. Jeder kriegt 10 Euro. Und zwar virtuell. Und dann allokiert man das auf die Ideen, die man für sinnvoll hält. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit dieser Erfahrung zu tun, selber Ressourcen anvertraut zu bekommen. Nicht zu einem anderen Gremium hinzugehen, das ist völlig egal, wer dieses Gremium ist und Geld zu erbitten, sondern jedem hier in Tübingen, und deshalb gibt es auch so wahnsinnig viel Sympathie für diese ganzen Varianten von Ideen, von Grundeinkommen und so weiter, hat Geld zur Verfügung, um Zukunft zu gestalten, und dann gibt es ein technisches Verfahren, wie man dieses Geld an diejenigen bringt, die dann damit was anfangen können. Aber der erste Akt ist, aus der Beantragungsrolle herauszukommen und jeden zum Changemaker zu machen. Holla! Da muss ich jetzt in der Tat die Kandidatin noch mal überlegen, ob sie so weit gehen will. Also der Gedanke ist entstanden tatsächlich heraus aus der Erfahrung, dass es gute Ideen gibt und dass es häufig für die guten Ideen einfach immer entweder komplizierte Verfahren gibt, in der Tat, oder eben gar nichts. Ja. Und dass eben diese Idee eines Fonds, mit dem man sozusagen relativ einfach Geld für gute Ideen, natürlich keine große Summe, aber Geld für gute Ideen bekommt, dass das etwas ist, wo Leute merken, das ist ja doch dieser Stadt nicht egal, was wir tun. Und es wird auch sozusagen belohnt, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Gemeinwesen gestalten wollen. Das ist ein bisschen, steckt ein bisschen dahinter, aber ich höre Skepsis heraus, habe ich schon gemerkt. Mit den Erläuterungen immer noch oder ist es besser verständlich und nachvollziehbarer? Ihr dürft auch unterschiedlicher Meinung sein, oder? Wir sind unterschiedlicher Meinung, glaube ich, bei vielen Themen. Aber ich habe da durchaus auch erstmal mit einer Skepsis drauf geblickt. Es kann gut sein, dass es durchaus auch sinnvoll ist, aber ich sehe halt wirklich ein bisschen die Gefahr darin. Also es kann sein, dass es nicht die Intention ist, aber wir sehen uns eigentlich nicht als Jugendgemeinderat in der Rolle, Geld zu vergeben und dass das unsere Hauptaufgabe ist quasi, sondern für uns ist die Arbeit, die wir machen, ganz wichtig, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und Politik wirklich zu machen. Deshalb sitzen wir auch in den verschiedenen Ausschüssen drin, was eine total tolle Erfahrung ist, weil wir mit dabei sein dürfen und mitreden dürfen. Und da wäre es halt, wie gesagt, wenn Sie, Frau Geisel, wirklich was machen wollen für uns, für den Jugendgemeinderat,
was die Jugend will, ist ja nochmal was anderes, aber was der Jugendgemeinderat sich sehr wünschen würde, wenn wir noch mehr gehört werden und noch mehr. Dann bleibt ja dabei stehen, woran würde man merken, dass man mehr gehört wird als Jugendgemeinderäte und Jugendgemeinderat? Also ich kann es vielleicht einem Beispiel erklären. Ja. Wir haben jetzt die Umweltscouts in Tübingen, ich weiß nicht, ob Sie alle davon gehört haben. Das sind Menschen, geschulte Menschen, die laufen durch die Stadt abends und sprechen vor allem Jugendliche darauf an, dass sie ihren Müll bitte entsorgen sollen und nicht einfach auf die Straße werfen, weil wir zum Beispiel in der Ulandstraße ein großes Problem haben, dass da nachts sehr viel Müll anfällt, wenn die jungen Menschen feiern gehen. Und da war das Problem, es kam von Daniela Harsch. Das ist die Sozialbürgermeisterin. Das ist die Sozialbürgermeisterin, ja. Auch von der SPD, wenn wir hier beim Thema sind, genau. Und das Problem war einfach, also wir wurden sehr spät in diesen ganzen Prozess mit einbezogen. Es wurde dann auch vor unserer... Also in den Umweltscout-Prozess? Genau. Okay, also dass diese Umweltscouts in die Gegend geschickt wurden, das sind auch junge Leute? Das weiß ich nicht. Okay, also dass die durch die Gegend geschickt werden, da war der Jugendgemeinderat erst spät mit einbezogen. Genau. Okay. Und dann haben wir das auch nochmal im Gremium diskutiert. Wir waren alle von dem Konzept sehr abgeneigt, weil wir uns das einfach nicht gut vorstellen. Ich stelle mir das nicht so ansprechend vor, wenn ich feiern bin nachts in der Stadt und da Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, ruf doch bitte deine Mühe nicht auf die Straße. Ich habe ja auch einen Müllbeutel dafür, kannst du da direkt reintun. Wir haben dann im Gemeinderat gesagt, wir möchten es eigentlich nicht, dieses Konzept. Und dann wurde es aber im Vorfeld schon beschlossen. Okay. Also das sind so Punkte, da glaube ich einfach, da fehlt uns Mitspracherecht, da fehlt uns die Chance, im Zweifelsfall auch sagen zu können, nein, das wollen wir nicht durch eine Stimme, okay. Zum Beispiel in den Ausschüssen, damit wir einfach von vornherein in jeden Prozess mit einbezogen sind, der für uns wichtig ist. Okay, hier ist nochmal Lilia. Und der Fakt ist einfach, also dafür wurde viel Geld ausgegeben für diese Person und wir haben das auch eingesehen, für was da Geld ausgegeben wird. Also zum Beispiel 1000 Euro irgendwas für die Uniform alleine, die die anziehen sollen. Und es ist halt das Geld im Staat dann im Endeffekt. Und wir fragen uns halt so ein bisschen, warum geht man nicht auf die Jugendlichen direkt zu? Und wir sehen das definitiv auch als Problem, dass die Stadt Freitag und Samstag nachts bisschen schmutziger wird. Sehr verwöhnt. Okay. Genau, und wir fragen uns, warum geht man nicht direkt an uns zu und erarbeitet mit uns zusammen ein Konzept, weil wir einfach miterleben, weil wir nah dran sind, wie man das eben umgestalten kann. Okay. Also das wäre jetzt sozusagen der Gedanke, bevor Entscheidungen getroffen werden, wo junge Leute direkt adressiert oder involviert sind, vielleicht, sagen wir mal, in der Konzeptphase schon mit dem Jugendgemeinderat zusammenzuarbeiten. Das ist das, wo es euch darum geht, ja? Frühzeitige Einbindung und sozusagen auch das, was wir hier machen, wie könnte es gut aussehen, das vielleicht auch übertragen. Okay, und Jugendfonds, reden wir nochmal drüber. Vielleicht kann ich dazu auch noch mal ganz gut sagen. Ich finde jetzt modifiziert, finde ich es deutlich besser, deutlich überzeugter, das Konzept. Ich glaube, wir haben es besser erklärt. Nee, aber auch modifiziert schon, stimmt ja, mit dem. Also, ja. Es geht um die Vergabe. Ihr möchtet nicht vergeben. Genau, wir möchten nicht, also ich möchte nicht persönlich am Ende da sitzen und sagen, nein. Verstehe. Ich glaube nur eben, dass man beides gleichzeitig angehen muss, dass man sowohl den Jugendgemeinderat mehr Macht verschaffen muss, damit man eben dann durch dieses Aha-Erlebnis, dass Jugendliche merken, sie können irgendwas erreichen, dass man die Leute dann auch gewinnt, sich dann noch richtig kommunalpolitisch zu beteiligen. Genau. Ich merke, dass sie doch wohl sich nochmal beteiligen will. Ja, weil was hätte ich denn von seinem Vorschlag, also den Bürgerhaushalt und seinen Jugendhaushalt zu machen, also direkt, ich sag mal, Geld zur Vergabe geben als den Jugendlichen. Das könnte ja auch eine Diskussion unter Jugendlichen nochmal anstellen. Das kann sich die Kandidatin eher überlegen, aber was wäre das für ein Signal jedem Schüler, jeder Schülerin am Anfang des Schuljahres, seine 100 Euro, das ist dann nicht Euro, mit denen man irgendwo bezahlen kann, sondern in die Hand zu drücken, mit einem Zugangscode und man kann diesen Zugangscode einlösen auf einer Online-Plattform und Ideen, sein kann dieses Geld, dieses Geld geben. Das ist technisch trivial, das ist ein völlig anderer Aktivierungsmechanismus als irgendein Gremium. Aber das kann man sich ja mal überlegen. Wir gucken das mal mit dem Haushalt an. Aber ich glaube, ich hätte mich gefreut, am ersten Schultag solche Ressourcen in die Hand gelegt. Was hättest du da mitgemacht, Felix? Also ich hätte natürlich selber mir Ideen ausgedacht und dann versucht, von allen anderen das Geld abzugreifen. Ich hätte mir irgendwas ausgedacht. Und dann gibt es andere, die suchen dann die guten Ideen. Und das ist aktiviert natürlich, weil jeder davon ausgeht, ich habe diese Ressourcen. Ich muss sie mir nicht erst, nicht jemand muss sie mir von oben geben. Sondern das ist mein Recht. Das ist mein Recht und damit auch meine Pflicht, diese Stadt mitzugestalten.
Und ich glaube, das einmal im Jahr am ersten Schultag zu kommunizieren wäre vielleicht, aber wir sind ja hier in der Ideenfindungsraum, vielleicht neue Ideen entstehen können. Bestimmt ist das irgendwo mal schlauer schon mal ausprobiert worden und da kann man sich dann ja abgucken. Genau, ich frage nochmal Benedikt Dürmann. Ich glaube, es wäre da dann schon meiner Meinung nach sinnvoller, sich ein Gremium auszusuchen, was dieses Geld vergibt direkt. Weil ich glaube, dass die Gefahr, dass das immer birgt, wenn man alle Jugendlichen mit einbezieht oder alle Menschen generell, dass am Ende die bekannten Menschen das Geld bekommen. Und ich glaube, dass es da, also das ist auch bei dem und bei den überrascht. Wie bitte? Ich glaube, du wärst überrascht. Naja, ich glaube also, auch bei den Wahlen zu den JugendgemeinderätInnen, da werden halt viele Gesichter gewählt, die man sowieso schon vielleicht ein bisschen kennt von irgendwo aus der Klasse oder aus der Schule. Und ich glaube, dass es da am Ende viel um, hey Leute, wie das Geld geht und weniger um die Inhalte am Ende. Aber auch das wäre ja ein Wahlkampf, der mobilisiert, der einen Dialogprozess anspielt. Und ich bin keiner, der Wahlkampf um Parlamentarismus und Diskurs ablehnt. Also ich finde das gerade attraktiv, dass man miteinander reden kann und auch für die eigene Idee werben kann und sagen kann, ich will jetzt die Skater bauen. Und gebe mir aber 100 Euro als 10 ins 100. Ja, also ihr sozialer Umfang, ja, das ist ja nicht so groß. Wenn das eine künstliche Lehre ist, kann man ja alles Mögliche damit machen. Ja. Okay, ich glaube, wir denken nochmal drüber nach. Auf jeden Fall sind wir hier bei dieser Frage, wie aktivieren wir junge Menschen für die Politik und wie zeigen wir an, dass es auch tatsächlich gewollt ist, sind wir ein bisschen weitergekommen. Ich bedanke mich herzlich und ich komme zu unserem dritten Thema. Und das hat erstmal so einen ganz komischen Namen, an dem können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen rumfummeln. Regionalkonferenz, um den regelmäßigen Austausch der Region auf Augenhöhe anzustoßen. Und zwar nicht nur auf der Ebene der Oberen, in der Regel sind es Männer, sondern auch zwischen den Menschen in der Verwaltung zum Beispiel oder auch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, die in der Region wohnen, gute Ideen zu entwickeln, wie eine Region sich auch als Region fühlt und zusammenwächst. Und an dieser Stelle will ich jetzt tatsächlich doch mal Felix zu Wort kommen lassen, denn der hat so einen Prozess vor ein paar Jahren schon mal in einer Region gemacht, die gar nicht so ganz unähnlich ist. Es geht um das Rhein-Neckar-Dreieck. Da gibt es zwei Städte, die zwar beide ein bisschen größer sind als Tübingen und Reutlingen, aber strukturell gar nicht so anders, nämlich Mannheim und Heidelberg. Und jetzt erzähl mal, was habt ihr damals gemacht? Ein bisschen haben wir auch mitmachen dürfen, aber nur ein bisschen. Was habt ihr gemacht, um die Region zusammenzubringen und was ist da rausgekommen? 1 und 1 war 2 oder doch mehr? Es gibt noch Ludwigshafen, nicht? Also die fühlen sich natürlich immer vergessen. Das ist keiner aus Ludwigshafen. Rottenburg. Ja? Rottenburg. Okay. Naja, also man muss sich mal zurückversetzen, dass damals das Rhein-Neckar-Dreieck noch keinen Spitzensport hatte, große Sorgen zum Thema Arbeitskräftemangel, Universitäten und Hochschulen, die nicht zusammengearbeitet haben und dann auch noch durch Ländergrenzen voneinander getrennt war. Das war keine Region. Ja, das war, aber es hat einen Dialog begonnen, den wir damals begleitet haben professionell, wo alle verschiedenen Akteure mitreden konnten. Und damit meinen wir hier Unternehmen, Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürger, Kunstschaffende, die Theater, die Universitäten. Und über viele Jahre, das ist nicht schnell gemacht, darum gerungen haben, die gemeinsame Stärkung dieser Region zu heben und sich auch und gemeinsame Ideen zu spinnen. Ja, gemeinsame Ansiedlungsprojekte, gemeinsame Hochschulprojekte und dann auch vielleicht freimütig anzuerkennen, das eine kann die eine Stadt besser, das andere kann die andere Stadt besser. Aber indem die eine Stadt sagt, guck mal hier, wir haben nebenan diese tolle andere Stadt, ja, und die ist nur 20 Kilometer weg, das ist ein Werbeeffekt für meine Stadt, ist eine neue Art der Gemeinsamkeit entstanden und tatsächlich zum Schluss strukturelle Veränderungen. Eine Metropolregion, Rhein-Neckar-Dreieck mit einer eigenen Verfasstheit. Und heute gibt es da Spitzensport, seine tolle Kultur. Die Weltmarktführer, die da sitzen, machen sich weniger Gedanken um Fachkräftemangel, weil völlig klar ist, was diese Region im Ganzen zu bieten hat. Es gibt gemeinsame Hochschulansiedlungsprozesse. Das ist völlig in Reichweite, auch für diese Region. Und das ist im Kern wieder dasselbe, was wir heute diskutieren. Das ist ein Beteiligungsprozess auf Augenhöhe, wo es am Anfang keiner besser weiß und niemand ausgeschlossen wird.
So, da bedanke ich mich jetzt erstmal. Es ist so ein bisschen so eine Perspektive. Ob jetzt alle aus Mannheim und Heidelberg so ganz zustimmen, dass es alles super gelaufen ist, wissen wir jetzt auch nicht genau. Die halten sich natürlich immer noch gegenseitig für bescheuert, weil das ist ja der Demokratenverständnis. Das darf das nicht schön. Weil die Ehrlichkeit brauchen wir schon. Das darf man ja immer noch. Aber sie halten sich vielleicht für nicht mehr ganz so bescheuert. Genau. So, jetzt würde ich gerne mal fragen, erstmal, ich darf nochmal bei unseren Jugendunion anfangen, aber dann kommen ja auch nochmal die, die die Region eigentlich schon ganz gut kennen. Erstmal nochmal, Benedikt und Julian, was ist eigentlich für euch Region? Was würdet ihr jetzt, als, zu welcher Region gehört ihr denn? Was ist das denn? Wenn ihr sagt, ihr seid nicht nur Tübinger, sondern ihr kommt aus einer Region, was würde euch dazu einfallen? Also ich würde an unterschiedliche Sachen denken. Ich würde erstmal, politisch sind wir ja die Region Neckar-Alb, soweit ich weiß. da gibt es ja auch den Regionalverband. Sehr gut, was macht der? Der kümmert sich um alle Themen in der Region, ich glaube gerade so infrastrukturelle Projekte. Okay. Und sonst, ich denke auch bei... Aber würdest du sagen, bist du ein Region Neckar-Albplatz, bist du nicht? Nee, würde ich auf gar keinen Fall. Ich bin als Region, wenn mich jemand fragt, komm her, ich komme aus dem Schwabeländle. Also ich glaube, das ist einfach hier unsere Region, wo wir uns zugehörig fühlen. Okay. Gut. Wie ja auch nicht wirklich. Also Region ist nicht. Also kommst du eigentlich aus Tübingen, oder? So, genau. Und wenn man sagt, wo liegt Tübingen, dann würdest du sagen Schwabenland. Baden-Württemberg. Ja, in der Nähe des Schwäbischen Alb. Ich würde sagen bei Stuttgart. Okay, alles. Oh, alles. Ja, aber das zeigt uns. Das zeigt uns. So. Lauf, was erzählst du denn, wenn man dich so fragt? Also ja. Tübingen, das ist schon klar, nee, aber gibt es noch was drüber? Also ich habe ja zwei Bundestagswahlkämpfe hier geführt und mir war immer klar, dass das eigentlich, dass wir auf die Region setzen müssen, Region Neckar-Alb. Ja. Und das ist eine Region im Herzen Europas, ja, die zwei... Gibt es ein paar, ne? Nee, die das ja, wirklich sagen. Sagen die, aber bei uns stimmt es geografisch und stimmt natürlich auch wirtschaftlich. Wo immer das Herz geografisch liegt, wollen wir mal gucken. Ja, ich habe die Kartenausschnitte ja in meinem Wahlkampfmaterial gehabt. Vor allem ist es eine Region, die natürlich auch eine europäische Geschichte hat. Hier waren, sind die Römer durchgekommen, sind die Volkszüge durchgekommen, hier gab es Katholiken und Evangelien, die sich gestritten haben, hier gab es Konzentrationslager und so weiter. Also es ist eine europäische Region voller Fleiß und voller Geist, beides. Ja. Fleiß und Geist. Und ich finde, das macht die Region stark. Man kann hier gut leben, man kann hier gut arbeiten und man kann hier gut nachdenken. Und das macht, finde ich, unsere Region eigentlich besonders. Und wenn wir auch sagen, auch was Tübingen besonders macht, es ist ein Ort des Gesprächs. Deswegen freue ich mich so, dass du das Thema Demokratie und Dialog so, so stark machst. Wir haben bei der Benedikt-Rede 2019 hier den Bundespräsident Steinmeier da, der gesagt hat, jede Idee sucht sich ihre Orte und die Idee der Weltverantwortung im Gespräch ist in Tübingen daheim. Jetzt ist schon wieder in Tübingen. Und ja, das hat er ja auch, das hat er auch nachgezeichnet, der auch in Hölderlin seit er gesprächig sind und hören voneinander und hat die produktive Kraft des Dialogs deutlich gemacht. Das ist die Demokratie und Tübingen ist aber nicht alleine, sondern profitiert schon immer in der Region auch mit der Auseinandersetzung mit der benachbarten Bischofsstadt. Natürlich vom Vorfeld und dass die jungen Leute ihre Region jetzt noch gar nicht so lieben, finde ich, ist ein Teil des Problems, was wir lösen müssen, denn wir werden die Probleme Tübingen jetzt nur lösen können im Miteinander, im Gespräch mit der Region. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du das zum Thema machst und dass wir nicht nur mit Reutlingen, sondern auch mit Rottenburg Probleme des Wohnens, des Gewerbes, des guten Lebens, des guten Arbeits, dass wir die zusammen angehen, dann kann das hier eine richtig starke Powerregion werden, die gar nicht sich orientieren muss Richtung Stuttgart oder auch nicht abhängig sein muss sozusagen von wie man sich sonst hier machen muss. Du bist ja echt ganz gerne in Stuttgart. Ja, ich bin aus Stuttgart, genau. Übrigens freue mich, dass die Jugendgemeinderäte hier so fruchtbar sind, wir haben mit der linken politischen Jugend. Haben wir 90 Jahre eingeführt, die jungen Liberalen, also freut mich. Politik lohnt sich, ja, man kann wirksam sein, aber ich glaube, Tübingen und Reutlingen, Rottenburg, Hechingen, das kann eine ganz eigene, starke, tolle, europäische, selbstbewusste Region sein. Und ich finde es lohnt sich, das mal auf die Agenda zu setzen, die regionale Finanzierung. Dann nehme ich jetzt mal den Konstrukteur oder Mitkonstrukteur, Architekten der Region, der Metropolregion Rhein-Neckar, nochmal Felix Oldenburg. Man kann ihn, glaube ich, schon ein bisschen als den Mitarchitekten dieser Region
Wenn wir jetzt hier so, wenn wir jetzt davon lernen, was da in Rhein-Neckar 3 passiert ist und das mal übertragen, was würden wir denn als erstes machen? Du wirst die Veränderungsmotoren finden, und zwar möglichst aus den verschiedenen Sektoren, aus Gewerbe, klein, groß, die aus jeder Gemeinde möglichst eine Stimme, die diese Idee gut findet, und dann musst du für diese Idee erstmal werben. Ja, das machst du nicht mal so eben aus dem Handgelenk, sondern aber für wie lange werde ich hier die Oberbürgermeisterin? Ach, ja. Man hat einen Moment Zeit. Man hat einen Moment Zeit. Ja. Kann man investieren. Genau. Also erstmal, ja, nur die richtigen Menschen finden, und zwar egal, wo sie herkommen, die eine Strahlkraftvision haben für diese Region, sich richtig Zeit nehmen dafür. Und dann kommen auch die Unternehmen, die bereit sind, dafür mit Geld hinzulegen. Das ist ganz wichtig, das darf nicht einfach nur von der Politik finanziert werden, das muss vom Unternehmen finanziert werden. Und dann Beteiligungsverfahren rauf und runter und diese gegenseitigen Stärken herausarbeiten. Und wertschätzen lernen. Und wie ich sagte, man darf zum Schluss dann sich immer noch lustig machen übereinander. Aber was es hier zu lernen gäbe über die Stärken der jeweils anderen und wie man sie erreichen kann, alleine für die Wohnungsproblematik ist auch völlig klar, dass es absurd ist, nur auf Wohnungen in Tübingen zu gucken. Tübingen wird ein Wohnungsproblem nicht in Tübingen alleine lösen können. Und ich glaube, wenn du acht Jahre hast du dann Zeit, wenn du gewählt hast. Also das würde ich doch sehr werden. Okay. Wir können aber auch nicht das Wohnungsproblem alle auf alle anderen delegieren und sagen, die dürfen nur noch die Wohnungen hier leisten, die sich leisten können. Das ist ein kleiner Ausblick sozusagen auf die nächste Runde. Ich würde gerne nochmal, Ademir, da würde ich jetzt doch nochmal gerne auch nochmal an denjenigen, der juristisch guckt. Eigentlich ist die Region ja gar nicht so richtig vorgesehen. Die fummeln wir jetzt immer so ein bisschen hinterher, und solche Regionalverbände, das sind ja eigentlich eher bürokratische Konstrukte. Was sagt eigentlich derjenige, der sich mit der Verbesserung von Demokratie beschäftigt und der Frage, wie Demokratie auch lernen kann, das weiß vor allem er, aber dadurch mit der Verbesserung von Demokratie, was sagt denn der zu sowas? Ach, jetzt hast du mich auf der falschen Schuss erwischt. Ich habe in der Linkschule, wir haben kein Kommunalrecht in Berlin gehabt, aber ich würde dann als Verfassungsrechtler würde ich antworten und sagen, dass natürlich der Grundsatz der Subsidiarität da ganz wichtiger ist. Also, wir gehen jetzt auf der kleinstmöglichen Ebene lösen, aber manchmal kann man eine Ebene größer gehen. Genau, eine Ebene größer gehen. Wie du ja schon richtig gesagt hast, verfassungsrechtlich in der Kommunalverfassung ist diese Region eigentlich gar nicht so richtig definiert, und dann sind aber auch informelle Prozesse ganz wichtig. Denn, wie du es ja auch gerade gesagt hast, dann aus ein paar aus der Region, dann muss man vielleicht auch nicht immer juristisch in der großen Verwaltungskeule ankommen und sagen, ja, aber hier im Verwaltungsverfahrensgesetz in Paragraph so und so steht es aber so, sondern dann hängt es einfach manchmal wahrscheinlich von Menschen ab. Man muss dann, das ist jetzt vielleicht diese untypischen Juristen, nicht immer ins Gesetz gucken. Manchmal muss man einfach auch machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass gelegentlich mal Juristen solche Sätze sagen. Ich bin jetzt ein bisschen verwundert. Der Stuhl wurde schon besucht. Ich gebe zu, tendenziell eher mal von Leuten, die sozusagen aus dem sozialdemokratischen Umfeld sind. Aber vielleicht gibt es ja auch noch eine Stimme, meine Damen und Herren, zur Region. Sie können auch mal noch mal was dazu sagen. Was ist für Sie eigentlich Region? Und bedeutet das was für Sie oder nicht? Sie haben noch einen Moment Zeit. Und Christopher Bohl hat gerade im Handy irgendwas nachgeguckt, dann sagt er uns bestimmt ja, was. Ich wollte mal nachfragen. So Regionen sind ja, die können sich auch bilden, auch die Region Stuttgart hat sich ja gebildet, am Anfang der 90er Jahre, dass man dann eine Regionalversammlung angerufen hat. Auch der Regionalverband kennt eine Vollversammlung, aber der ist natürlich nicht in gleicher Art und Weise parlamentarisiert. Aber dass man eine regionale Diskussion führen muss und führen kann, haben wir beim Verkehr erlebt, auch bei der Regionalstadtbahn, bei diesen Fragen. Und dann hätte es sich gelohnt, wenn wir davor schon länger im Gespräch gewesen wären, wenn schon diese Gewohnheiten, ich sag mal, der Kooperation und des Miteinanders schon eingeübt gewesen wären, statt dass man immer noch, ich sag mal, auch Kirchturmdebatten geführt hat. Das kann man mit ein bisschen guten Willen schon entwickeln. Es gibt ja auch Bürgermeister auch aus Reutlingen, ich glaube Rottenburg, die könnten und würden wohl auch in Tübingen vermutlich mehr. Es gibt sogar eine Bürgermeisterin aus Hamburg. Sogar, genau, nicht nur das, aber ich sage jetzt diese größeren Städte,
Da wäre schon viel gewonnen, wenn wir mal mit denen kooperieren oder stärker kooperieren würden, als wir es tatsächlich tun. Und das ist nun, glaube ich, eben auch eine Stilfrage, ob man das will, ob man mit ausgestreckter Hand zu den Kolleginnen und Kollegen geht oder ob man eben, ich sag mal, in Tübingen halt der Klassenprimus ist. Ja. Also Klassenprimate braucht man nicht unbedingt. Na, also jetzt müssen wir nicht über Abiturnoten sprechen, aber ich warte nicht, dass das der Abitur ist. Oh, nicht so. Okay, ja. Also, damit erstmal herzlichen Dank und meine Damen und Herren, Sie haben sich jetzt wahrscheinlich gerade gewundert, hat ein Wecker erklungen. Das war sozusagen, ich weiß nicht, ob es überhaupt der Wecker war, der uns hier so ein ganz kleines bisschen die Zeit schon anzeigt. Sie haben sich möglicherweise auch gewundert, wer da eigentlich, ja, wer der Herr in der ersten Reihe ist, der hier pinselt und zeichnet. Und das Geheimnis, das will ich jetzt an dieser Stelle gerne mal lüften. Wir haben hier die große Freude und ich möchte Ehre dazu sagen, dass hier Frido Hoberger sitzt, ein ja, Tübinger Künstler, ehemaliger Universitätszeichner, der sich gar nicht lange hat bitten lassen, als wir ihn gefragt haben, ob er unsere Veranstaltung in diesem Format vielleicht auch noch so ein bisschen einen ästhetischen Rahmen jenseits unserer Stühle hinzuverleiht und vielleicht auch noch mal eine andere Form findet, wie man Ergebnisse zusammenfassen kann. Wir haben, wie gesagt, wir wollen gerne das, was wir heute hier diskutiert haben, auch noch mal ein bisschen zusammenschneiden, dass die wesentlichen Ergebnisse vielleicht auch noch mal über die Website nachzuhören ist. Es gibt Leute, die machen Podcasts, es gibt Leute, die schneiden Podiumsdiskussionen zusammen. Ich bin jetzt mal für Zweiteres da ganz gut zu haben gewesen. Und wie gesagt, wir haben auch noch eine Form der besonders hochwertigen Dokumentation. Und das ist jetzt mal Frido Hoberger. Und vielleicht kann der jetzt mal, es ist noch ein bisschen Work in Progress, oder? Aber vielleicht können wir einmal da drauf gucken. Wir haben jetzt gerade noch mal über den Boden. Das läuft noch ein bisschen. Dann richten wir mal vielleicht eine Kamera da drauf, dass wir es noch mal ein bisschen sehen können. Was können wir denn sehen auf dem Bild? Vielleicht können wir es einmal auf die Bühne legen wenigstens. Und Frido Hoberger sagt noch mal ein bisschen was er da gemalt hat. Ja? Ausgezeichnet. Gezeichnet. Ja, also einfach ein Symbol dieses Dialogs. Ja, wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Mikrofon. Oder des Dialogs, da habe ich gesucht, also was man da machen kann. Und ich bin dann eigentlich so auf diesen Handschlag gekommen, der bei aller Unterschiedlichkeit und Diversität dann am Schluss doch auch gemeinsam eine Versöhnung, Bereitschaft zumindest zeigt. Und auf der anderen Ebene, eben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Genau. Also jeder kann sich gleich mal noch mal so ein bisschen angucken, wie er da so festgehalten worden ist. Ja, ich sehe da ganz schön streng aus. Aber ich kann mich jetzt auch als OB und nicht als Model. Vielen herzlichen Dank. Also ich bitte, dass du da jeder vorbeiblendet. Herzlichen Dank. Frido Hoberger, und auch nochmal ganz herzlichen Dank für dieses große Geschenk, dass wir jetzt offensichtlich auch noch bei weiteren Zukunftsdialogen, also hier ist es schon mal die Hand, Dialog und Respekt kann man auch mit einem Handschlag durchaus zeigen. Und das war jetzt gerade auch das, was wir gerade noch mal ein bisschen gelernt haben, was eben auch bei der regionalen Kooperation, also eine Perspektive und vielleicht auch eine Vision, die für Tübingen, über Tübingen hinausgeht, aber Tübingen vielleicht auch ja, zu einer anderen Qualität nochmal verhilft. Es ist Teil dessen, was ich ins Programm aufgeschrieben habe. Der Handschlag, den nehmen wir noch dazu. Historische Handschläge und so weiter. Naja. Herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle an Frido Hoberger. Und es ist jetzt auch, wir haben gesagt, angesichts der Temperatur müssen Sie nicht ganz so lange hier sitzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die hier im Raum sind. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Benedikt Dörmann, bei Ilja Hüpp, bei Ademir Karamimedovic und bei Felix Oldenburg und bei Christopher Mohl für die Anregungen. Wie ich habe ja gesagt, das Programm ist so eine Art ein Prototyp und wir machen da auch noch mal ein bisschen was damit, mit den Anregungen, die wir heute bekommen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank meinem Podium und Ihnen im Publikum. Und wenn Sie jetzt sich nicht so gerne auf den gelben Stuhl absetzen wollen, aber vielleicht doch noch was hinterlassen wollen, dann gibt es da hinten eine Wand mit diesen Vorschlägen, die wir im Programm aufgeschrieben haben. Und Sie können gerne anonym oder auch nicht anonym weitere Hinweise, weitere Anregungen, weitere Impulse hinterlassen, hinten an der Wand. Und auch ein bisschen unser Wasser leer trinken.
Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Und ja, draußen ist es wärmer als drin, deswegen bleibe ich ruhig noch ein bisschen da. Schönen Abend, herzlichen Dank. Richtig nachfragen. Es gibt noch mehr solche Dialoge. Wir haben sie ja thematisch ein bisschen aufgegliedert. Wir sprechen am 29.07. auch hier in diesem Raum, weil wir jetzt wirklich gute Erfahrungen gesammelt haben, insbesondere mit der Klimaanlage, ebenfalls um 18 Uhr, das ist ein Freitag, über die Frage bezahlbares Wohnen und Teilhabe und wie kriegen wir von beiden in Tübingen noch mehr hin. Weitere Termine sind der 15., der 5.9., da reden wir mal über die Wirtschaft, ebenfalls 18 Uhr, ebenfalls hier. Und auch der Klimaschutz soll natürlich eine Rolle spielen in einem solchen Zukunftsdialog, das ist am 15.9. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Zukunftsdialog, der findet am 20.9. statt. Da gibt es nicht nur Zeichnen, sondern da gibt es auch Musik. Spätestens da stelle ich Tübingen gerne auch mal meinen Ehemann vor, der kommt nämlich und spielt. Und das machen wir dann im Sudhaus. Bis dahin freue ich mich, wenn Sie auch noch mal ein anderes Mal kommen. Bis dahin alles Gute und jetzt dürfen Sie wirklich Wasser trinken und einen Wein trinken.